Ja, herzlich willkommen zur Veranstaltung Programmierparadigmen Sommersemester 2020 an der Uni Stuttgart. Wir sind immer noch im ersten Block, wo es um eine allgemeine Einführung in die Thematik geht. Und in dieser Einheit möchte ich ein bisschen was Organisatorisches zum Ablauf der ganzen Veranstaltung sagen. Ja, und zwar fange ich mal mit der Sprache an. Also wie Sie feststellen, spreche ich Deutsch, aber die Folien sind auf Englisch. Wir machen das allgemein so, dass alles, was schriftlich ist und von uns kommt, also insbesondere die Folien, aber zum Beispiel auch die Aufgabenstellung für die Übungen, auf Englisch sein werden. Ich aber auf Deutsch rede, weil es ja eine deutschsprachige Veranstaltung ist. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie gleichzeitig natürlich alles auf Deutsch verstehen, aber auch ein bisschen die englischsprachigen Fachbegriffe lernen. Von denen es einfach sehr, sehr viele gibt und die alle zu übersetzen, würde ziemlich seltsam oder manchmal auch lustig klingen. Deswegen mache ich das, sofern es geht, immer nicht, sondern möchte eigentlich, dass Sie in der Lage sind, sich auch selbstständig weitere Informationen zusammenzusuchen, indem Sie natürlich dann auch die richtigen Fachbegriffe kennen und die sind nun mal auf Englisch, weil Englisch einfach die Sprache der Informatik ist. Die Übungen werden teilweise in Englisch und teilweise in Deutsch erklärt werden, je nachdem, wer das dann macht. Wir verwenden für die Prüfung, um die Aufgaben zu stellen, auch Englisch. Aus dem einfachen Grund, dass es sehr seltsam wäre, wenn Sie plötzlich zum allerersten Mal alles nach Deutsch übersetzt schriftlich sehen würden. Von daher sind die Fragen auf Englisch. Sie dürfen aber natürlich sehr gern auf Deutsch antworten oder auf Englisch. Jeder, wie er möchte. Und wir ja, verstehen das dann, egal in welcher Sprache das nun geschrieben ist. Dann ein bisschen was zu den Vorlesungen. Also es gibt laut Stundenplan drei Slots pro Woche für diese Veranstaltung, für Vorlesung und Übung zusammen, Montag, Mittwoch und Freitag. Wir werden aber nicht alle von diesen Slots tatsächlich benutzen, weil das mehr wäre als ja, Sie für die Credit Points tatsächlich machen müssen. Welche Slots angedacht sind tatsächlich für die Vorlesung und für die Übung, steht dann jeweils auf dem Plan auf der Kurswebseite. Der Plan kann sich auch mal ändern. Falls er das tut, werde ich das immer rechtzeitig kundtun. Solange wir hier im Homeoffice-Modus agieren, wird das Ganze so laufen, dass ich die Videos jeweils vor dem jeweiligen Slot, an dem die Vorlesung normalerweise auch wäre, hochladen werde. Das heißt, Sie können sich, wenn Sie wollen, genau in dem Vorlesungsslot, in dem das vorgesehen ist, diese Videos dann anschauen. Sie können es natürlich auch irgendwann anders anschauen. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, ist das tatsächlich im Laufe des Semesters regelmäßig zu tun, weil Sie ansonsten in die Situation kommen, dass Sie plötzlich vor der Prüfung ja, Dutzende Stunden von Video schauen müssen und ob das dann Spaß macht und wirklich den größten Lerneffekt hat, wage ich zu bezweifeln. Also meine Empfehlung ist wirklich regelmäßig diese Videos anzuschauen und auch die entsprechenden Quizzes, zu denen ich gleich was sagen werde, und die Übungen natürlich zu machen, sodass sie regelmäßig im Verlauf des Semesters was lernen. Die Folien und alles, was ich sonst noch so in der Vorlesung produziere, also ich benutze auch immer mal so handgeschriebene Notizen, werde ich jeweils zusammen mit den Videos dann verfügbar machen, sodass man sich das zusammen anschauen kann. Zusätzlich zu der Vorlesung gibt es Übungen und zwar sind die bewertet. Also es gibt sechs bewertete Übungen, die im Laufe des Semesters stattfinden werden. Die sind so mehr oder weniger gleich verteilt über die Semesterwochen. Das läuft jeweils so, dass wir an einem bestimmten Tag X die Übung veröffentlichen, indem wir sie auf die Kurswebseite stellen und Sie haben dann eine Woche Zeit, um diese Übung selbstständig zu lösen und müssen am Tag X plus 7 diese Übung über Ilias abgeben. Die Übungen sind bewertet und sind eine ganz normale bewertete Studienleistung. Das heißt, Sie müssen das natürlich auch selbst machen. Also Teamarbeit ist nicht erlaubt an der Stelle und ja, auch Kopieren von anderen Quellen ist selbstverständlich nicht erlaubt. Da gelten dieselben Regeln wie für Prüfungen. Die Übungen werden dann jeweils diskutiert und zwar an dem, ja, an einem Tag nach dem Tag, an dem Sie das Ganze abgeben müssen. Und zwar in Form von einem Video, wo wir die Erklärung der einzelnen Aufgaben oder vielleicht auch eine Erklärung, was da eigentlich so gemacht werden sollte, ins Ilias reinstellen werden. Und zusätzlich gibt es
Einfach um die Möglichkeit zu geben, auch mal persönlich Fragen zu stellen, noch Office Hours, die dann jeweils über die WebEx Videokonferenzsoftware stattfinden werden. Neben den ja, Übungen und Vorlesungen haben wir natürlich noch Ilias, wie in vielen anderen Veranstaltungen wahrscheinlich auch. Ist das einfach eine Plattform, die wir nutzen werden, um ja, Diskussionen zu erlauben, Fragen zu stellen. Also es gibt da ein Forum. Wofür wir Ilias auch nehmen, sind Quizzes, die während dieser Videos oder normalerweise während der Vorlesung stattfinden. Da sage ich dann gleich noch ein bisschen was dazu. Und falls wir mal irgendwelches andere Material, zusätzliche Informationen oder so bereitstellen, dann passiert das auch alles über Ilias. Falls Sie noch nicht in Ilias für diesen Kurs registriert sein sollten, ich glaube, für die meisten passiert das automatisch, aber falls noch nicht, dann würde ich empfehlen, das umgehend zu machen, sodass Sie einfach mitkriegen, was genau hier vor sich geht und sämtliche Informationen dann auch einfach sehen. Wenn irgendwelche Fragen zu diesem Kurs sind, dann bitte immer über das Ilias-Forum gehen, also möglichst keine E-Mails an mich oder die Lehrassistenten schicken. Aus dem einfachen Grund, dass viele Fragen nicht nur für einen relevant sind, sondern eben auch für mehrere und dass es auch oft geht, dass Fragen gegenseitig beantwortet werden, sodass nicht alles durch mich oder die Mitarbeiter als den Bottleneck, der da nun mal leider ist, durch muss. Ich werde sämtliche Nachrichten, die ich an alle Studierenden schicken will, auch über Ilias schicken. Das heißt, sie müssen sich da anmelden, um einfach auf dem Laufenden zu sein, was es jetzt hier Neues in dieser Veranstaltung gibt. In vielen Vorlesungen bzw. Videos werde ich kleine Quizzes einbauen. Das sind so kleine Tests, die zwischendurch mal checken, ob das gerade Erklärte tatsächlich angekommen ist und einfach eine Hilfe auch für Sie selbst sind, zu überprüfen, ob Sie ja, verstanden haben, worum es jetzt hier gerade geht. Die Antworten darauf können Sie dann über Ilias geben. Das ist komplett anonym, das heißt, es wird nicht bewertet und dient tatsächlich nur ja, Ihrem Wissenserwerb und Ihrer selbstständigen Überprüfung. Also ich kann sehr empfehlen, das zu machen und nicht einfach nur so kurz drüber nachzudenken und dann zu sagen, ja, ich glaube, ich weiß das, sondern wirklich einfach mal mitmachen, ist im Prinzip nur ein Klick und dann sieht man auch, ob man es tatsächlich gewusst hat und ob man in der Lage gewesen ist, die richtige Antwort zu geben. Ja, für sämtliche Fragen, wie ich gerade schon mal gesagt hatte, bitte immer Ilias nutzen. So die allgemeine Policy ist, dass Sie sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch fragen dürfen. Englische Fragen erhöhen unter Umständen die Chancen, dass die Frage schneller beantwortet wird, einfach weil dann die Gruppe an Leuten, die da potenziell antworten kann, ein bisschen größer ist, nämlich auch meine Mitarbeiter umfasst. Aber wer halt ja lieber auf Deutsch fragen möchte oder antworten möchte, kann das sehr gern tun. Was wir sehr gern sehen unterstützen, ist, dass Sie sich gegenseitig Fragen beantworten. Also was wir in der Vergangenheit oft gesehen haben, ist, dass Studierende, die vielleicht bestimmte Dinge schon verstanden haben, anderen Studierenden dann manchmal auch die Fragen beantworten. Und es zeigt sich, dass diejenigen, die das regelmäßig machen, tatsächlich auch in den Prüfungen gut sind, was so mit allem, was man über Lernen und Lehren weiß, auch übereinstimmt, weil Dinge beizubringen und anderen zu helfen, Dinge zu lernen, eigentlich der beste Weg ist, um ja, bestimmte Sachverhalte einfach wirklich zu verstehen. Wir werden natürlich das Forum auch anschauen, also sowohl ich als auch die Lehrassistenten und wenn nötig, dann natürlich auch Antworten geben. Vielleicht noch ein bisschen was zur Bewertung. Also neben dem Wissenserwerb bekommen Sie hier natürlich auch eine Note und die Frage ist, wo kommt die eigentlich genau her? Wie setzt die sich zusammen? Also das sind zwei Sachen, die da wichtig sind. Das eine sind die Übungen, die sind wie gesagt bewertet und es gibt einen Schein, also man muss diesen Schein bekommen, um überhaupt für die schriftliche Prüfung anschließend zugelassen zu sein. Das funktioniert konkret so, dass jede Übung 100 Punkte hat. Wir haben insgesamt 6 Übungen, also insgesamt kann man maximal 600 Punkte bekommen. Jede Übung muss mit mindestens 30 Punkten bestanden werden, ansonsten bekommt man den Schein nicht. Und insgesamt müssen mindestens 360 Punkte, also 60% der 600, erlangt werden, um den Schein zu bekommen. Falls Sie mal bei einer Übung absolut nicht
abgeben können, dann gelten dieselben Regeln wie für Prüfungen. Das heißt, mit belegter Krankheit, also durch ärztlichen Beleg dokumentierter Krankheit, kann man eine Übung auch mal ja, sozusagen ausfallen lassen und das werden wir dann entsprechend rausrechnen. Aber im Normalfall müssen Sie alle Übungen machen, um eben diese 30 Punkte pro Übung zu bekommen und hoffentlich am Ende dann auch genug Punkte zu haben, um den Schein zu erhalten. Die Ergebnisse werden Sie relativ kurz nach der Abgabe der Übung dann jeweils erfahren, sodass Sie im Laufe des Semesters auch wissen, wo Sie gerade stehen. Ja, dann noch ein Wort zur schriftlichen Prüfung, die es schlussendlich geben wird. Diese Prüfung wird Open Book sein. Das heißt, Sie dürfen alles mitbringen, was nicht elektronisch ist, also inklusive aller handschriftlichen Notizen, Bücher, Folien, die Sie vielleicht ausdrucken. Von mir ist auch ein Wörterbuch, wenn Sie meinen, das hilft für die englisch gestellten Aufgaben. Also alles, was nicht elektronisch ist, kann mitgebracht werden. Und was das natürlich auch bedeutet, ist, dass wir in der Prüfung nicht einfach nur so kleine Wissenshappen abfragen werden, die man vielleicht auswendig lernen könnte, sondern es geht tatsächlich darum, Ihr Verständnis zu testen. Also werden das auch entsprechende Verständnisfragen dann sein. So, dann vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu zusätzlichem Lesematerial oder Literatur. Es gibt leider kein Skript oder Buch, was jetzt wirklich alles, was in dieser Veranstaltung drankommt, abdeckt. Es gibt aber ein Buch, was relativ nah da dran ist, und das ist dieses hier gelb markierte Programming Language Pragmatics von Michael Scott. Das beschreibt nicht alles, was hier drankommt, aber doch einen relativ großen Teil, ich sag mal so 80 bis 90%. Und wenn Sie sich jetzt für ein Buch entscheiden wollen, dann würde ich Ihnen dieses ans Herz legen, weil es einfach am nächsten an dem ist, was hier behandelt wird. Ich kann grundsätzlich empfehlen, einfach während der Vorlesung parallel in diesem Buch mitzulesen. Ich werde auf der Webseite auch jeweils angeben, welche Kapitel relevant sind für die jeweiligen Blöcke, die wir hier behandeln, sodass Sie im Prinzip, nachdem Sie dieses Video gesehen haben, anschließend das Ganze nochmal ja, in Form von diesem Buch lesen können und dadurch einfach noch ein bisschen besseres Verständnis kriegen, zusätzliche Beispiele bekommen und vielleicht auch ein bisschen andere Perspektive als das, was ich hier in der Vorlesung machen kann. Gut, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Einheit. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.